Hallo, mein Name ist Hong Nguyen von EPDU und wir haben heute die Session gehostet One Step to Book. Es ist im Rahmen von Prototype entwickelt worden oder das Besprechen dieses Projektes ist entstanden im Rahmen von Prototype. Und die Idee ist, dass wir einen Shop entwickeln, das branchenübergreifend vernetzt ist, sodass der Kunde nur eine Registrierung braucht, um sich um einzukaufen. Der Vorteil ist, dass egal, ob man jetzt auf der Verlagsseite oder auf der Buchhändlerseite einkauft, dass man über seinen eigenen, über den bereits entstehenden Account einkaufen kann. Und für die Branche bedeutet das, dass wir sozusagen uns zusammentun und jeder seinen Beitrag zu dieser Shop-Lösung einbringen kann. Zum Beispiel der Verlag erstellt eine schöne eine Marketingseite, erstellt den Content und dieser Content wird sozusagen in Echtzeit in allen anderen angebundenen Shops gestreamt und er gibt den Kunden ein ganz anderes Kauferlebnis, weil das Buch sozusagen viel besser vermarktet wird, also viel stärker im Vordergrund steht. Und wir haben das im Rahmen dieser Diskussion vorgestellt und unser Ziel war, dass wir jetzt Input bekommen von den einzelnen Branchenteilnehmern, um daraus und am Ende wirklich ein schönes Produkt zu schleifen und dann im Oktober zur Frankfurter Buchmesse ein tolles Produkt dann vorstellen zu können. Wie war die Diskussion in der Session? Die Diskussion war sehr kritisch natürlich, im Hinblick auch auf Konditionengespräche, aber die Grundstimmung war, dass es eine tolle, gute Idee ist, aber es ist natürlich keine einfache Idee, aber das ist ja der Job, den wir haben und wir versuchen dann auf diese Kritiken einzugehen und dann eine Lösung dafür anzubieten.